Gestern hatte ich gesagt, es ist nicht die Zeit zu kaufen, wenn die Märkte in Panik sind, sondern es ist Zeit zu kaufen, wenn die Notenbanken in Panik sind. Und jetzt haben wir erste Anzeichen dafür, dass die Notenbanken in Gestalt der US-Notenbank Fed in Panik geraten ist. Warum, will ich gleich zeigen, aber vielleicht nochmal ein kurzerer Blick auf die vergangenen ein, zwei Jahre. Wir hatten ja lange praktisch die totale Ignoranz und Leugnung der Notenbanken, vor allem auch der Fed, in Sachen Inflation, Transitory, überhaupt kein Problem. Dann hat die Fed Ende November oder im November mit der Neunominierung von Jerome Powell umgesteuert, gesagt, Inflation ist ein Problem. Die Märkte haben gesagt, ach, lass die doch reden, wir wollen noch ein bisschen spielen. Dann sah man langsam, die Fed meint es ernst. Die will das wirklich tun, dann hat das aber noch ein bisschen gedauert, bis man das auch wirklich begriffen hat in Sachen Zinsen und Bilanzreduzierung. Und jetzt sind wir letztendlich von einem Extrem, nämlich totaler Ignoranz und Leugnung, ins andere Extrem gefallen, nämlich extreme Überbetonung, extreme Ängstlichkeit, extreme Erwartungen, dass die Zinsen praktisch ins Unendliche steigen. Und sie werden nicht ins Unendliche steigen, weil sonst die Wirtschaft in den USA, weil das Schuldensystem in den USA total kollabieren würde. Dementsprechend hat man den Bogen zu lange in eine Richtung überspannt und überspannt ihn jetzt in die andere Richtung, und das hat Konsequenzen. Warum das so ist, dazu gleich mehr. Zunächst mal, da sehen wir, dass die Fed in Panik ist nach den Daten am Freitag zur US-Inflation 8,6%, viel höher als erwartet. Und jetzt hat man in Gestalt des Wall Street Journals den Märkten eine Botschaft vermittelt. Wir sehen hier Nick Timiraos vom Wall Street Journal, der kürzlich ja schon den Fed-Chef Jerome Powell bei einer Veranstaltung interviewt hat. Das gilt, ist so ein bisschen derjenige, der dann die Botschaften der Fed an die Märkte überbringen soll, offenkundig. Und der hat gestern einen Artikel geschrieben, der komplett die Märkte außer Rand und Band gebracht hat, mit dem Inhalt nämlich, dass die Fed jetzt doch überlegt, die Zinsen am Mittwoch um 0,75% anzuheben und damit die Märkte zu überraschen. Dadurch, dass dieser Artikel erscheint, wäre es jetzt natürlich keine Überraschung mehr. Schauen wir uns mal an, was eben dieser Nick Timiraos, also dieser Wall Street Journalist, noch am 12. Juni gesagt hat, also vorgestern. Da hat er noch geschrieben, also 0,75% Anhebung ist unwahrscheinlich, denn das würde abweichen von den Botschaften, die die Fed gegeben hat. Ja, die Fed hat ja immer wieder gesagt, 0,5% auf den nächsten beiden Sitzungen, also wäre diese 0,75% doch eine praktisch eine, naja, Überraschung, eine Abweichung von dem, was man den Märkten vorher signalisiert hat, aber das ist eben möglich durch diese Inflationsdaten, die wir am Freitag gesehen haben. Jetzt schwenken alle Banken natürlich komplett nochmal um und Analysehäuser. Jetzt sehen wir, dass die Fed Fund Rates, also die Futures, die die Zinsentwicklung einpreisen, diesen 0,75er Schritt mit 95% Wahrscheinlichkeit einpreisen. Goldman Sachs ist jetzt auch dabei und warnt, das wird dann eine Rezession hervorrufen. Damit hat man wahrscheinlich recht. Aber insgesamt ist es so, dass noch vor zwei Wochen die Märkte 8 Zinsanhebungen a 0,25er Schritten erwartet haben. Jetzt sind es 12 bis zum Februar 2023. Man überschießt also jetzt ein Stück weit in die andere Richtung und vor allem die Fed überschießt jetzt wahrscheinlich in der Beurteilung der Inflation. Man ist so schlecht in der Einschätzung der Inflation seitens der Fed und auch der Märkte, muss man leider sagen, dass jetzt wahrscheinlich das Gegenteil passiert. Wir dürften jetzt den Hochpunkt der Inflation gesehen haben. Viele haben ja gesagt, das war es jetzt schon vor den Daten am Freitag, aber dann kamen nochmal diese Daten. Aber wir sehen eben, dass die Inventories zunehmen, die Lagerhaltungen zunehmen, die Warnung von Target, die gesagt haben, wir haben zu volle Lager, die müssen wir jetzt langsam mal abverkaufen. Das wird Druck auf die Preise ausüben. Okay, wir haben nach wie vor natürlich diese Energiepreis-Thematik, aber jetzt wird auf jeden Fall die Inflation wohl nicht mehr unbegrenzt steigen, sondern langsam runterkommen. Gleichwohl muss die Notenbank agieren, das haben die Märkte lange unterschätzt. Und jetzt schauen wir uns mal den guten Marco Kolanovic an, der gesagt hat, Fed may surprise dovishly, also die könnte auf der dovischen Seite überraschen, und da hat er vielleicht gar nicht so Unrecht diesmal, obwohl er sonst fast immer Unrecht hatte in letzter Zeit, denn die Märkte sind jetzt so hawkisch eingestellt mit Zinsanhebungen ins Unendliche, dass die Fed eigentlich fast nur noch dovish überraschen kann. Kolanovic sagt,
Dovish Überraschung, sein Kollege auch bei JP Morgan Federally sagt, ja, wir erwarten sogar, könnte sogar möglich sein, dass wir einen 100 Basispunkte Schritt sehen, also 1% Schritt sehen. Wir sehen hier unten die Fed Rate Hike Expectations, die schießen absolut nach oben. Wie gesagt, auch schon 100 Basispunkte, auch von Fox wird das jetzt aufgerufen, aber all das ist natürlich eine Folge dessen, wie Sie hier in dieser unteren wunderbaren Grafik sehen, dass die Fed viel zu lange weggeschaut hat, nicht sich wirklich auf das Thema Inflation fokussiert hat. Jetzt verursacht diese Inflation Probleme in der Wirtschaft und jetzt muss sie eben dagegen angehen und das erklärt jetzt diese panische Haltung. Wenn die Fed in Panik ist, dann ist es meistens ein Kontraindikator. Dann haben wir den Hochpunkt gesehen. Es wird dauern, bis die Fed das realisieren wird. Dementsprechend sehen wir jetzt, dass die Dinge doch ein bisschen sehr weit gelaufen sind in vielerlei Hinsicht. Hier Robin Brooks auch mit einer Warnung. Also er sagt, auch ein 0,75er Schritt wird ja kurzfristig für die Bekämpfung der Inflation nicht so wahnsinnig viel bringen, aber es sei ein Schock für die Märkte, die dann ohnehin schon gestresst sind. Er zeigt hier etwa die Mortgage Rate in den USA, die 30-jährige Mortgage Rate, die Treasury Yields, die massiv jetzt gestiegen sind, also die Anleiherenditen. Und wie stark, das sehen wir hier etwa bei der dreijährigen US-Staatsanleihe, die ist jetzt in den letzten zwei Tagen so stark gestiegen wie seit dem Jahr 1987 nicht mehr. Das muss man sich mal vorstellen. Jetzt sind auch die Financial Conditions durch die Anstiege der Renditen, durch die Schwäche der Aktienmärkte, die ja seit Donnerstag gewissermaßen im freien Fall waren, sind die Financial Conditions deutlich straffer. Das kommt der Fed schon wieder ein bisschen entgegen, denn es hemmt die Nachfrage. Wenn die Nachfrage gehemmt wird, dann ist das praktisch eine Bremse für die Inflation. Hier sehen wir mal die 10-jährige US-Anleiherendite, die jetzt deutlich höher ist als im Jahr 2018. Das war ja der Hochpunkt, den wir in den letzten Jahren gesehen hatten. Wir sind gestern auf 3,39% gestiegen, vor allem nach diesem Bericht im Wall Street Journal über diesen möglichen 0,75% der Schritt. Jetzt müssen wir natürlich sehen, dass 2018 die Fed ja damals schon die Zinsen angehoben und die Bilanzsumme reduziert hat. Dann aber musste man umsteuern. Damals war die Rendite bei 3,2%. Jetzt ist die Verschuldung der USA, ist dieser ganze Schuldenballon noch viel deutlicher aufgeblasen, sodass steigende und höhere Zinsen immer weniger verkraftbar sind, sowohl für die Wirtschaft als auch für die Märkte. Dementsprechend werden die Anleiherenditen nicht zu stark steigen können ins Unendliche, sonst macht es Bums und dann gibt es einen riesigen Knall. Dementsprechend ist auch bei diesen Anleiherenditen noch nicht eingepreist, dass wir wahrscheinlich in eine Rezession rutschen werden in den USA und in Europa sowieso. Hier sehen wir mal unten etwa die zweijährige Rendite. Das würde jedem Marketing-Experten von Viagra die Schamesröte ins Gesicht treiben, was wir hier sehen. Sven Henrik, Alexa, show me the Fed losing control in one image. Zeig's mir in einem Chart und hier ist der Chart. Gestern haben wir den größten Anstieg der zweijährigen Renditen gesehen seit dem Lehman Kollaps und wir sehen jetzt, dass der S&P 500 mit 22% von seinem Rekordhoch auch in einem Bärenmarkt handelt. Aber, meine Damen und Herren, wir sehen positive Divergenzen im wöchentlichen Chart beim S&P 500. Wir sind jetzt an die untere Trendkanalbegrenzung gelaufen, haben ja das Tief vom Mai gestern deutlich nochmal unterboten. Wir sind jetzt in einer entscheidenden Support Zone mit, wie gesagt, positiver Divergenz. Und ich sehe jetzt auf der Unterseite nicht mehr so viel Potenzial. Es kann noch sehr, sehr unruhig werden im Umfeld der Fed-Entscheidung morgen natürlich und vor allem dann dem großen Verfall am Freitag. Da können wir durchaus nochmal heftige Bewegungen sehen. Aber wer jetzt Shorty ist, der sollte jetzt vorsichtiger werden. Dann, wenn alle bärisch sind, dann, wenn alle die Zinsen in den Himmel steigen sehen, dann sollte man eben vielleicht jetzt sich schon auf die andere Seite des Bootes begeben. Denn das Boot beginnt dann praktisch wieder in die falsche Richtung zu kippen. Dementsprechend wäre ich da vorsichtig. Wir haben auch übrigens bei der 10-jährigen Anleiherendite gesehen, negative Divergenzen. Das deutet darauf hin, dass wir auch da Rückgänge sehen werden bei der Rendite.
Ich will jetzt nicht zu bullisch oder zu bärisch daherkommen, meine Damen und Herren, aber es ist schlichtweg so, dass die Dinge eben immer wieder ins Extreme laufen. Mental, wie ich das versuchte darzustellen, an dieser Einschätzung von Inflation und Zinsen und dann markttechnisch eben auch. Gestern hat es ja ziemlich gerumpelt, Nasdaq etwa mit 4,6, 4,7%, je nachdem, ob 100 oder Composite im Minus. Auch der S&P 500 mit knapp 4% im Minus. Und jetzt, was wir beim Nasdaq 100 sehen, ist heftiger als der Corona-Crash im Jahr 2020. Damals war der Nasdaq 100 nur 30,4% gefallen. Jetzt sind wir mit Schlusskurs gestern bei 31,7%. Und das unter dickem, dickem Volumen. Gestern im SPY 158 Millionen Kontrakte, vorgestern 132 Millionen. Davor hatten wir hier praktisch totale Verweigerung. Ich hatte vorher ja auch mal gesagt, da kommt eine große Bewegung, weil eben das Volumen so gering war und das Volumen war gering und hat sich jetzt in großer Bewegung und großem Volumen entladen. Vorsicht, Vorsicht noch, liebe Bullen, solange Jim Cramer sagt, dass er jetzt kaufen wird in die Fed-Sitzung am Mittwoch hinein, der Börsenclown von CNBC, ist absolute Vorsicht angebracht. Dieser Mann hat eine Treffergenauigkeit in Sachen Kontraindikator, die nicht zu überbieten ist. Jede Bank würde diesen Mann einstellen und immer das Gegenteil tun dessen, was er sagt. Aber schauen wir uns einfach mal an, wie überverkauft die Situation inzwischen ist. Weniger als 5% der Aktien im S&P 500 handeln über ihrem 50-Tages-Durchschnitt. Das ist in der obersten Perzentile. Also in über 99% der Zeiten und Fälle war das nicht so extrem. Dementsprechend sehen wir, da ist natürlich jetzt die Sache schon sehr, sehr angespannt. Und ich sehe nicht, wie die Fed jetzt noch hawkisch überraschen kann, nachdem die Märkte sich schon so hawkisch jetzt positioniert haben. Insgesamt aber sehen wir, dass natürlich die Inflation in den letzten 12 Monaten durchschnittlich, also würde man jetzt praktisch den Durchschnitt der letzten 12 Monate nehmen, bei 7% liegt. Die Fed muss also die Inflation bekämpfen. Das ist ohnehin gar keine Frage. Das ist die einzige Chance, jetzt noch ihre Glaubwürdigkeit in irgendeiner Form zu retten. Aber allein schon die Frage jetzt, was macht sie morgen? 0,5, dann könnte man sagen, naja, sie nimmt die Inflation nicht ernst. 0,75, wenn sie anhebt, dann könnte man sagen, siehst du, sie gerät in Panik. Also es ist sozusagen eine Situation, in der man nur Fehler machen kann und die ist selbst verschuldet, diese Situation. Wer zu lange pennt, muss dann eben schneller rennen. Wenn es eng wird, das gilt vor allem dann auch für die EZB, die ja versucht hat, ihre Glaubwürdigkeit ein bisschen zurückzuholen durch hawkische Äußerungen und Kommentare, etwa von Lagarde in der letzten Woche auf der Sitzung. Jetzt aber sehen wir, es hat nichts geholfen. Wir sehen, die Credit Spreads gehen weiter auseinander. Also sogenannte Fragmentierung, die Anleiherenditen der Südländer schießen nach oben. Wir sehen die Aktienmärkte schwächer. Wir sehen, dass praktisch die Zinskurven invertieren und wir sehen einen schwächeren Euro-Dollar. Also geholfen hat das auch nichts für die EZB, ne? Das hätte man können machen besser, aber ist halt gelaufen, wie es gelaufen ist. Und insgesamt sehen wir, dass die Geldmengenentwicklung in den USA rückläufig ist, nämlich die Geldmenge M2 sinkt zum ersten Mal seit 2010. Daniel Eckert sieht darin eine Warnung für Risky Assets oder für Risk Assets, die man nicht beachtet habe. Okay, insgesamt ist es ja so, dass wir jetzt, wenn wir morgen eine 0,75er Zinsanhebung sehen würden, dann wären wir auf dem Niveau von vor dem Corona-Crash. Damals stand der Leitzins in den USA bei 1,5 bis 1,75%, aber damals hatten wir eben keine Inflation von 8,6% und keine so niedrige Arbeitslosenrate von 3,6%. Also das ist immer noch sehr lax, diese Geldpolitik. Gleichwohl ist jetzt die Androhung, das zu beenden, führt dazu, dass der S&P so tief steht wie seit 2021 nicht mehr, die Renditen für 10-jährige Anleihen so hochstehen wie seit 2011 nicht mehr, die zweijährige Anleiherendite so hoch wie seit 2007 nicht mehr und der Dollar ist so stark wie seit dem Jahr 2002 nicht mehr. Also wir sehen, da ist schon durchaus was passiert. Heute wichtig, die Erzeugerpreise 14,30. Morgen die Fed, aber heute nochmal Erzeugerpreise. Da sind die Amerikaner ja viel besser aufgestellt. Erwartung 8,6%. Die Europäer liegen dabei gut 30%. Und
Hier diese Wendung der Fed hat auch diesem ganzen Kryptosektor natürlich heftig wehgetan. Celsius muss offenkundig Positionen liquidieren, respektive da sind Liquidationen am Start. Deswegen sehen wir, dass Bitcoin sich nicht erholt, ist teilweise unter 22.000 Dollar gefallen heute Nacht. Also wir sehen, da ist einiges gebacken. Eigentlich war Bitcoin ja mit als safest und most liquid form of money gesehen worden, aber das ist leider offenkundig nicht der Fall, wenn man zum Beispiel seine Assets da nicht mehr abziehen kann von bestimmten Plattformen, ist das natürlich unschön. Insgesamt sehen wir, Bitcoin ist vielleicht doch kein Safe Haven, Bitcoin ist vielleicht doch kein Inflation Hedge, denn die Inflation ist hoch und Bitcoin ist tief. Eben weil die Fed hier praktisch umgesteuert hat. Nein, es ist vor allem eben ein High Beta Speculation on Liquidity. Es geht um Liquidität. Und das ist der entscheidende Punkt. Je mehr Liquidität, umso höher solche Assets. Je weniger Liquidität, umso geringer oder umso tiefer solche Assets. Und das muss derzeit auch Cathie Wood, meine zweitbeste Freundin, erfahren, die gestern mit ihrem ARK, glaube ich, wieder mal so 8-9% auf die Mütze bekommen hat, aber immer noch Gelder reinbekommt. Unglaublich. Und hier ein Tweet, der sagt, was mich weniger jetzt stört, ist diese unglaubliche Inkompetenz von Cathie Wood und ihrem Team. Die behauptet ja, sie würden das alles wissenschaftlich machen, aber sie geht leider von falschen Prämissen aus, weil sie eben hier Zukunftsmodelle entwirft, die nur dann funktionieren, wenn Geld überhaupt so im Überfluss da ist, dass es dahin läuft, wo auch derzeit überhaupt kein Geld verdient wird. Also sie geht von den falschen Prämissen aus und zieht dann logische Schlüsse von falschen Prämissen ausgehen und dementsprechend sehen wir die Performance natürlich ein wenig leidend, aber sie schämt sich nicht, weil sie religiös veranlagt ist, weil sie wirklich daran glaubt, was sie sagt, und das ist das eigentliche Problem vielleicht daran. Deswegen schämt sie sich auch nicht. Jedenfalls schämen ist auch vielleicht etwas für Frank Thelen und seinen 10-mal DNA-Fonds. Mein Kollege Claudio Kummerfeld hat darüber einen Artikel geschrieben und sagt, ja, das ist das Problem des denkbar schlechtesten Zeitpunkts, als er seinen Fonds eröffnet hat. Ich glaube, es ist das Problem des denkbar schlechtesten Urteilsvermögens von Frank Thelen, weil er nicht gesehen hat, dass es eben sich um Liquiditätsassets handelt und nicht um die Zukunfts Stories, die hier gepusht wurden, die ja mit dieser Liquidität immer plausibler zu werden schienen, weil die Kurse eben gestiegen sind. Und ja, schlechtes Timing kann man eben auch attestieren, aber schauen Sie sich mal diesen Artikel an. Ich denke, es ist ein grundsätzliches Nichtverstehen der Zusammenhänge bei Frank Thelen. Mein Kollege sieht es anders. Wem geben Sie recht? Schauen Sie sich diesen Artikel mal an, werde ich unter dem Video verlinken. Und nochmal den größeren Zusammenhang, einen Artikel von Hannes Zipfel über die globale Rekordverschuldung und warum höhere Zinsen so gefährlich sind. Exactement, genau das ist das Ding. Deswegen können die Zinsen nicht zu stark steigen, sonst booms, zerreißt alles. Und dementsprechend sind die Märkte jetzt wahrscheinlich am Anschlag, was die Zinserwartungen betrifft. Und das ist für mich dann schon wiederum ein Kontraindikator, der mich für die Märkte weniger bärisch werden lässt, als die Märkte jetzt derzeit sind. Ich wünsche das allerbeste, verweise auf die zwei Artikel 14.30, die Erzeugerpreise, da mal reinschauen bei Finanzmarktwelt, wie auch in die beiden Artikel. Servus und ciao.